Willkommen auf Reinholds Kanal. In diesem Video Islam, Christentum, ein Vergleich, die Sonne und Mond. Fangen wir an mit dem Koran. Im Englischen steht es vielleicht am besten da. Ich zeige euch aber auch da noch das Deutsche. Bei Al-Furqan 25, Vers 61, Passage 61 steht: Blessed is he who has placed in the sky great stars and placed in a burning lamp and luminous moon. Auf Deutsch würde es bedeuten, gesegnet ist er, welcher im Himmel große Sterne platziert hat und darin eine große brennende Lampe platziert hat und leuchtenden Mond. In einer anderen deutschen Übersetzung vom Koran steht aber Folgendes: Segensreich ist derjenige, der im Himmel Türme gesetzt und darin einen Leuchtkörper und einen leuchtenden Mond gesetzt hat. Ich kann jetzt am Himmel leider keine Türme entdecken. Also, das ist etwas merkwürdig für mich. Vielleicht liegt es an der Übersetzung. Ich habe die Übersetzung aber von islam.de, der Seite im Internet. Und als Vergleich zu der Bibel mit dem Islam nehmen wir dazu einen Psalm. Psalm 104 habe ich ausgesucht, Vers 19. In der Bibel steht dafür als Gegenzug das hier: Er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten, die Sonne weiß ihren Untergang. Psalm 104, Passage 19. Also, während im Koran Türme im Himmel sind und ein Mond sitzt, ist in der Bibel der Mond geschaffen worden zur Bestimmung der Zeiten. Er hat also der Zweck und Nutzen ist beschrieben und die Sonne ist in Bewegung, sie weiß ihren Untergang. Schauen wir jetzt nochmal im Gegenzug dazu, was der Koran über die Sonne sagt. Vielleicht klingt das etwas vernünftiger. Und diese Stelle aus dem Koran müsst ihr euch reinziehen. Das musst du gelesen haben. Das steht hier bei Sura, die Höhle, Kapitel oder halt 18 ist die Sura, Verse 85 bis 86. Da verfolgte er einen Weg, bis als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte, er fand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging. Und er fand bei ihr ein Volk. Wir sagten: O du, Kanaan, entweder strafst du sie oder du behandelst sie mit Güte. Im Koran wird also tatsächlich behauptet, dass die Sonne in einer schlammigen Quelle unterging. Also wie jetzt, der Koran behauptet tatsächlich, dass die Sonne untergeht in einem schlammigen Quelle, in einer schlammigen Quelle, ja, so sagt er es. Wenn dir diese Information gefallen hat, dann bitte abonniere meinen Kanal und drücke die Glocke dabei. Das ist eine kurze Erinnerung an dich. Wenn du Videowünsche hast, dann lass mich davon gerne hören in den Kommentaren unten. Also, wenn wir sowas lesen, dass im Koran steht, dass die Sonne untergeht in einer schlammigen Quelle, dass Gott am Himmel Türme geschaffen hat und den Mond hingesetzt hat, also der Mond bewegt sich eigentlich, dann ist es nicht verwunderlich, wenn Menschen in dieser islamischen Welt austreten von ihr, die halt ein bisschen Verständnis haben, noch ein bisschen Vernunft haben, sich halt dafür schämen, dass sie dafür stehen, dass sie solche Dinge glauben. Wenn du so etwas glaubst, dass die Sonne im Schlamm untergeht oder dass halt oben Türme erschaffen wurden oder dass der Mond sitzt oben und sich nicht bewegt, kein bewegender Himmelskörper ist, sondern er sitzt einfach nur da und daneben ist halt der Turm, aber irgendwie hätte halt die Sonne gemeint sein müssen. Dann ist dieses Video hiermit offiziell eine Bitte an dich. Bitte überprüfe dich selbst, überprüfe die Dinge, die gesagt werden in beiden Schriften. Das eine ist nämlich falsch und das andere ist richtig.
Und du musst das Richtige wählen, du musst zum Herrn kommen, du musst die Bibel nehmen und du musst dich dafür schämen, wenn du sowas geglaubt hast. Solange du das glaubst, diese falschen Lehren, musst du dich schämen dafür, damit du zur Wahrheit kommst, gerettet wirst, indem du umkehrst, indem wir von unseren Sünden umkehren und an den Herrn Jesus glauben, den Herrn Jesus Christus, den ersten Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu dem, der Sonne und Mond gemacht hat, ohne den Herrn Jesus. Ohne ihn kommt man nicht zu dem, der alles gemacht hat. Und was das angeht mit Psalm 104, Vers 19, er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Das verrate ich euch, wenn wir die 1000 Abonnentenmarke geknackt haben. Bitte helft mir dabei. Was glaubt ihr, wer gewonnen hat? Hat der Islam gewonnen in diesem Fall oder hat das Christentum gewonnen in diesem Fall? Welches der beiden Seiten hat die besseren Argumente? Hier wäre der Islam die linke Seite, die rechte Seite wäre die Bibelseite. Welche Seite hat gewonnen? Du entscheidest in den Kommentaren. Lass es mich wissen, was du glaubst, wer gewonnen hat. Ich glaube, dass es offensichtlich ist, auf welcher Seite ich stehe. Und was mit der Sonne gemeint ist, sie weiß ihren Untergang. Damit ist eigentlich gemeint, dass die Sonne ihre Bahn empirisch mit absehbarer Gewissheit Tag für Tag läuft. Von Sonnenaufgang bis Untergang hat sie die erwartete Bahn, die man von ihr bereits kennt, heute und morgen und so weiter. Das bedeutet, sie weiß gewiss ihren Untergang und das bedeutet auch, sie weiß gewiss ihren Aufgang. Ihre Bahn ist somit garantiert, sie kommt so gut wie garantiert. Und sie sitzt nicht, der Mond sitzt auch nicht, sondern beide sind sich bewegende Himmelskörper in Bewegung. Und was mit dem Mond und die Zeiten angeht, wie man damit die Zeiten bestimmt und was das angeht, verrate ich euch, wenn wir die 1000 Abonnenten-Marke zusammengeknackt haben. Also sagt mir, wer hat gewonnen? War es der Koran oder war es die Bibel? Du entscheidest in den Kommentaren. Eure Videowünsche bitte unten in die Kommentare. Bis bald. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.